Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie ich ein einfaches Lobby-System für mein Spiel gebaut habe und das demonstriere ich euch einfach erstmal. Ich kann hier connecten zu einem vorhandenen Server, einen Server starten oder ein ganzes Spiel hosten und das tun wir einfach mal. Wir hosten hier ein Spiel, gelangen dann in die Lobby, das ist eine neue Szene. Wir sehen hier ist ein Spieler und dann startet das Spiel einfach nochmal. Und connecte und dann sehen wir hier, der zweite Spieler ist hinzugekommen, der kann ready sein oder eben nicht, das sehen wir dann hier. Und der andere, also der Host, sieht das dann auch, die Information, kann auch ready sein und wenn beide dann ready sind, ich zeige das hier nochmal, wenn der nicht ready ist, dann verschwindet der Startbutton hier rechts auch. Und wenn beide ready sind, dann wird die neue Szene hinzugeladen. Und das ist dann so die Ingame-Szene sozusagen. Ich lade die hinzu, ihr könnt die auch replacen, also ersetzen und die Lobby-Szene einfach dann löschen sozusagen und einfach wechseln in die Ingame-Szene, aber ich füge die hier einfach hinzu, weil ich dann später noch diese Kärtchen brauche und dann einfach dieses rechte Panel deaktiviere. Genau, so viel dazu vielleicht erstmal. Natürlich geht das auch ohne, also nur mit dem Server, das kann ich vielleicht auch nochmal demonstrieren. Ich starte das hier noch einmal neu. Starte nur den Server und wie ihr hier seht, hier gibt es keine Buttons, hier ist es einfach nur ein Server. Und wenn ich dann hinzu connecte, dann haben wir hier, sehen wir bei dem Player, sehen wir das Kärtchen, bei dem Server nicht, weil es für den nicht relevant ist. Hier ist wirklich nur relevant, dass wenn alle ready sind, hier der Startbutton kommt und dann das Spiel auch gehostet werden kann, gestartet werden kann. Genau, also so viel dazu. Insgesamt läuft das Ganze mit nur drei Skripts, Gameplay Manager, den Player und Scene Config. Und wie gesagt, haben wir drei Szenen, einmal die Offline-Szene, die Lobby-Szene und die Game-Szene. Die Lobby-Szene sieht wie folgt aus. Wir haben hier eine Kamera, das ist ganz wichtig, wenn ihr eine Szene ladet, dass die Kamera drin ist. Dann den Manager, hier ist nur die Gameplay-Manager-Klasse. Ja, das Canvas, das ist klar, das ist hier mit diesen zwei Buttons und links dem Panel für die Spieler. Das sieht dann wie folgt aus. Wir haben hier, wie gesagt, die Actions, Panel Actions mit den jeweiligen Buttons. Und dann haben wir hier Panel Players, wo dann die ganzen Spieler hinzukommen. Und da habe ich ein Prefab dafür erstellt. Hier ist UI Lobby Player Panel. Wenn ich das mal aktiviere, so sieht das Prefab davon aus. Das habe ich dann gespeichert. Genau, ich deaktiviere das mal wieder. Und das war's erstmal zur Lobby-Szene und die Game-Szene. Wenn ich die hier mal öffne, dann sehen wir, dass da nur ein Objekt drin ist, also das Grid. Hier bestehend aus diesen ganzen Tiles. Ich nenne sie Tiles, ihr könnt die Felder nennen. Ihr habt vielleicht ein ganz anderes Spielsystem. Das ist natürlich euch überlassen, wie dann das Level an sich aussieht. Genau. Das soweit zu den... Das soweit zu den Szenen, zu den jeweiligen. Und dann schauen wir auch direkt mal in die Skripts. Ich öffne nochmal die Offline-Szene hier. Als wichtigstes Objekt in der Szene haben wir hier den Network Manager mit dem Network Manager-Skript. Und wichtig ist hier, dass ihr bei Spawnable Prefabs nicht 0 habt, sondern zumindest Default Prefab Objects hinzufügt oder eben eure eigene Liste mit Prefabs, die ihr spawnen lassen wollt. Dann haben wir hier den Player Spawner, der ist auch out of the box von Fishnet und hier fügen wir nur den Player als Prefab hinzu, damit der gespawnt wird. Ihr braucht das nicht unbedingt, also ihr müsst nicht in eurem Spiel einen Player Prefab spawnen, aber ich nehme das die Funktion gerne mit. Und das seht ihr dann später, das nutze ich dann auch für diese Kärtchen und so. Genau, und dann haben wir hier das erste eigene Skript von mir, eben Scene Config. Und hier kann ich eben dann diese drei Szenen auswählen, hinzufügen. Die Offline-Szene, die Lobby-Szene und die Game-Szene muss ich dann hier eben
zuweisen. Und dann war es das soweit mit der Offline-Szene. Ich habe hier zum Testen Item und Teil, die Prefabs, das brauchen wir dann später in den weiteren Tutorials. Also die können erstmal weg und können ungeachtet bleiben. Und dann haben wir Canvas. Ziemlich basic. Wir haben hier den Connect-Button, den Start-Server-Button und Start-Host-Button. Und die haben hier bei On-Click jeweils Scene-Config, also den aus dem Network Manager das Skript, was ich euch gerade gezeigt habe. Und dort habe ich eben drei Funktionen. Einmal On-Click-Client, On-Click-Server und On-Click-Host. Und dieses Skript schauen wir jetzt gleich mal an, würde ich sagen. Mehr ist ja hier gar nicht zu beachten in der Offline-Szene. Ja, und dann schauen wir uns sofort erstmal das Scene-Config-Skript an. Und das ist auch das komplizierteste von den dreien. Wobei ich das nicht abschrecken sollte, weil auch die Scene-Config jetzt echt keine Raketenwissenschaft ist. Ja, also in diesem Video dachte ich mir, programmiere ich jetzt nicht alles from scratch, sondern ich habe hier ja schon alles vorbereitet und dann dachte ich mir, gehe ich in diesem Video einfach mit euch zusammen den Code komplett durch. Ich schließe erstmal alles, minimiere alles, damit es übersichtlicher wird. Jo. Da sehen wir schon, wir haben hier schon ein bisschen was vor, aber keine Panik, wir gehen hier alles Schritt für Schritt durch. Wir fangen hier mal mit den Variablen an. Wir haben hier die Offline-Scene, Lobby-Scene und Game-Scene, wie ihr schon im Editor gesehen habt. Dort weisen wir die jeweiligen drei Szenen zu. Dann haben wir den Client-State und den Server-State. Das ist der lokale Status des Clients oder Server. Also ob ihr im Moment mit dem Server connected seid oder mit einem Client verbunden seid. Genau. Und dann haben wir hier den Network Manager als Referenz. Dann haben wir hier noch die Variable als letztes started as host. Wenn man eben als Host gestartet hat, dann soll die auf true gesetzt werden. Hier unten haben wir dann die On-Click-Events. Ich fange hier unten einfach mal an, weil das schnell zu erklären ist. Die drei haben wir dann On-Click-Server, On-Click-Client und On-Click-Host. Das sind diese drei Buttons, die ihr da gesehen habt in der Offline-Szene. Und wenn die geklickt werden, soll eben Folgendes passieren. Bei dem Server wird hier der Server gestartet, wenn er nicht schon gestartet ist. Und wenn er schon gestartet ist, dann wird er eben gestoppt. Na, also hier Server-State, wenn der gestoppt ist, dann starte... Quatsch. Wenn er nicht gestoppt ist, dann startet die, dann stoppt die Connection und wenn er gestoppt ist, dann startet die Connection. So rum. Und beim Client im Endeffekt genau das gleiche. Dem Client die Connection stoppen, wenn es noch nicht gestoppt ist und wenn es gestoppt ist, dann startet die Connection. Und unten beim Host machen wir einfach beides. Genau. Und sagen eben, startet das Host ist true. Ja, so viel zu diesen On-Click-Events. Und dann fangen wir mit den interessanten Sachen an. Und zwar, wo war ich hier? Genau, Awake und OnDestroy. Bei Awake initialisieren wir unser Config-Skript. Und bei OnDestroy deabonnieren wir die drei Events, die wir bei InitializeOnce abonniert haben. Das zeige ich euch jetzt. Genau. Erstmal holen wir uns den Network Manager. Wenn der 0 ist, dann Return. Wenn der nicht initialisiert wurde, dann Return. Und wenn wir die Lobby-Szene, Offline-Szene oder Game-Szene nicht definiert haben, dann Return. Das erstmal zur Sicherheitsabfrage. Und wenn das alles aber einwandfrei ist, dann abonnieren wir hier drei Events. Und zwar den On-Client-Connection-State-Event, On-Server-Connection-State und On-Load-End. Wenn der Client-Status sich geändert hat, also die Verbindung zum Beispiel unterbrochen wurde oder es eine Verbindung aufgebaut wurde, dann wird dieses Event gefeuert, wenn der Server, also das gleiche dann auch für den Server, wenn der Server eine Verbindung aufgebaut hat oder eine Verbindung unterbrochen hat, dann wird dieses Event gefeuert und wenn eine Szene komplett geladen wurde, dann wird dieses Event gefeuert und hier sind die Funktionen, die dann aufgerufen werden, wenn das jeweilige Event ausgelöst wird. Und bevor ich das hier vergesse zu erwähnen, ich habe ganz schön viel von der Klasse Default-Scene von Fishnipped geklaut. Also schaut da ruhig mal rein. Ich habe da ziemlich viel von kopiert. Die funktioniert sehr ähnlich, nur dass man dort eine... Nur dass man dort eine Offline-Scene und eine Online-Scene hat. Wir haben drei Szenen
Genau, und hier hat man, das erkläre ich euch alles einfach in unserer Klasse. Genau. Machen wir einfach weiter im Kurs. Nicht ablenken lassen. So. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, diese drei Events und die werde ich jetzt einfach mal nacheinander beschreiben, was da passiert. Und als allererstes konsumieren wir das On-Client-Connection-State-Event. Das machen wir hier. Und das Gute bei den Events ist, wir kriegen hier über den Parametern ein paar Informationen mit über die Connection. Die speichern wir jetzt hier in der Variable Client-State. Und wenn die Verbindung eben beendet wurde und wenn es nicht auch der Server ist, also wenn es nicht der Host ist, dann soll eben die Offline-Szene geladen werden. Ja, das war es eigentlich auch schon zu dem Client Manager und Client Connection State Event. Und als nächstes abonnieren wir den On-Server Connection State Event. Und zwar passiert das hier. Schauen wir uns das mal an. Das ist genauso wie beim On-Client Connection State Event, dass wir hier dann eben über den Parameter den Status der Verbindung holen und wenn der Server gestartet wurde und wenn es der einzige Server ist, der gestartet wurde, beziehungsweise hier wird dann eben geprüft, ob nicht mehrere Transports gleichzeitig laufen und dann und falls bereits ein Transport läuft und man eben Multipass verwendet, dann soll eben nicht noch eine zusätzliche dann die Szene geladen werden, also dann vorher Return. Ja. Und wenn aber alles soweit läuft, dann soll die Szene tatsächlich geladen werden. Und das geschieht mit, also die eigentliche Funktion zum Laden der Szene ist dann eben der Scene Manager und dann Load Global Scenes und dann die Szene. Die Scene Load Data, die man ihr da mitgibt, dem Parameter. Ach ja, wichtig hier ist dann eben noch zu gucken, welche Replace Option man dort angibt. Das heißt, wenn man hier Replace Option All angibt, dann wird alles ersetzt. Das heißt, die Lobby-Szene, wenn sie denn geladen wird, ersetzt die vorhandene Szene, die Offline-Szene. Und wenn wir aber Replace Option None setzen, haben wir auch noch andere. Was haben wir denn hier alles? Ja, Online Only und None. Wenn wir Replace Option auf None setzen, dann wird eben die Szene nicht ersetzt, sondern die zusätzliche Szene, die geladen wird, kommt dann hinzu. Und das nutzen wir dann auch bei der Game-Szene. Genau. Ja, und dann so wie beim Client auch, wenn der Server aber die Verbindung beendet, dann lade doch mal bitte hier die Offline-Szene. Ja, soweit zu diesem Event. Und als allerletztes dann On-Load-End vom Scene Manager. Also immer wenn eine Szene geladen wurde, dann wird dieses Event gefeuert, das wir hier abonnieren und ja, da passiert einiges. Ja, schauen wir mal an. Und zwar haben wir Lobby Scene Loaded und Game Scene Loaded als Variablen. Hier schauen wir erstmal, was gibt es denn, also welche Szenen wurden denn überhaupt geladen? Und wenn wir die Game oder die Lobby Scene dabei sind, dann setzen die doch auf True. Und wenn die Lobby-Scene geladen wurde, dann als allererstes, was wir da tun, ist die Offline-Szene entladen und holen uns dann den Start-Game-Button und den Ready-Button aus der Lobby. Die Lobby, also haben wir hier. Nee, Moment, da öffnen die Lobby. Und wenn wir uns hier mal Panel Actions angucken, dann haben wir da die zwei Buttons, den Ready und den Start-Game-Button. Start-Game dann ja für den Server und den Ready-Button für den Client. Genau, also nochmal, wenn die Lobby geladen wurde, Offline-Szene entladen, sich die beiden Buttons holen und wenn es der Server ist, dann fügen wir dem Startbutton einen Listener hinzu und zwar soll der Startbutton das Spiel dann eben auch starten und dann holen wir uns ja jetzt hier den Gameplay Manager. Ja, was der Gameplay Manager ist und zwar ist das eine Klasse, die ich auch eben hier kurz geschrieben habe. Da kommt in den nächsten Tutorials noch viel mehr Zeug dazu. Aber bis jetzt macht der Gameplay Manager nichts anderes, als in der Update-Funktion zu gucken, wenn es nicht der Server ist, wenn es ein Client ist, dann soll der einfach mal returnen. Ansonsten, wenn es der Server ist, dann zählt er durch alle Player durch. Und wenn alle ready sind, dann wird dieser Button, den ich gerade hier bei der Scene-Config übergeben habe, dann wird der Button aktiv gesetzt oder eben deaktiviert, wenn nicht alle Player ready sind.
Mehr macht die Gameplay-Manager-Klasse erstmal nicht. Und das ist auch gut so. Dann bleibt der Code schlank. Genau. Als nächstes wird überprüft, ob es sich um einen Host handelt. Also wenn es ein Server und ein Client gleichzeitig ist, dann soll der Client ja auch einen Ready-Button haben. Und wenn man den Ready-Button drückt, dann soll beim Player eben die Toggle-Ready-State-Funktion ausgeführt werden. Den Player, die Player-Klasse gehen wir später gleich nochmal durch, nachdem wir hier die Scene-Config durchgeknuspert haben. Ja, genau. Und wenn es eben kein Host ist, aber ein Server, dann soll der Ready-Button einfach deaktiviert werden, weil der Server an sich soll ja nicht einfach ready sein können. Der ist kein Spieler, der ist immer ready. Genau, und wenn es ein Client ist, dann genauso wie beim Host auch, dann soll der eben die ready toggeln können, der Player. Und wenn es aber kein Host ist, dann soll der Startbutton deaktiviert werden. Und das war alles, was soweit in der Lobby passiert, wenn die Lobby-Szene geladen werden soll. Oder geladen wird. Genau, und dann haben wir hier noch, was passieren soll, wenn die Game-Szene geladen wird. Und hier habe ich tatsächlich einfach mal nichts drin. Ihr könnt dann, wenn die Lobby-Szene ersetzt werden soll durch die Game-Szene, ich mache das ja wie gesagt nicht, dann könnt ihr hier noch die Lobby-Szene entladen, aber ich mache das wie gesagt nicht und deswegen brauche ich das auch nicht. Genau, und das wäre jetzt soweit die Onload-End- Funktion bzw. das Onload-End-Event. Ja, die einzigen Funktionen, die wir jetzt in dieser Klasse noch nicht angeguckt haben, sind die Load-Game-Scene, Load-Offline-Scene und Unload-Offline-Scene-Funktion und die Get-Theme-Name. Wobei Get-Theme-Name ist wie 1 zu 1 aus der Default-Scene-Klasse übernommen und Load-Offline-Scene auch und Unload-Offline-Scene auch. Neu dazugekommen ist hier Load-Game-Scene. Da genauso wie vorher auch, wenn wir eine Szene laden, wir holen uns die Szene beim Namen, dann setzen wir die Replace-Option diesmal auf None. Wie gesagt, wenn ihr das anders haben wollt, macht das anders. Replace-Option auf All geht auch. Und dann laden wir die Szene mit Scene-Manager, Load Global Scenes und dann die Szene übergeben. Ja, und das war's. Dann ist die Game-Szene soweit geladen. Das war das soweit hierzu. Load Offline-Scene ist auch simpel. Wenn wir bereits in der Offline-Szene sind, dann Return. Ansonsten lade die Offline-Szene, ne? Ganz klar. Bei der Unload Offline-Scene genauso. Wir holen uns die Szene. Wenn sie nicht null ist, dann entladen wir die Szene mit Unity Scene Manager, Unload Scene Async und dann die Szene im Parameter. Und als letztes haben wir hier nur noch die GetSceneName-Funktion. Ja, die holt uns einfach nur, wie der Name dann schon sagt, den Namen einer oder den Pfad einer Szene als String zurück. Genau. Ja, und das war es dann soweit mit der kompliziertesten Klasse in diesem Tutorial. Ja, ich meine, wir sind hier wirklich alles durchgegangen und dann schauen wir uns nur noch die Player-Klasse an. Diejenigen, die das letzte SyncWAR-Tutorial noch im Kopf haben, denen wird hier einiges bekannt vorkommen. Aber von oben nach unten, wir haben hier erstmal Public Static Player Instance, das ist einfach nur für den Client, dass dieser dann schnell seine eigene Instanz des Players aufrufen kann. Und dann haben wir hier Lobby Player Card und Player Name Text. Lobby Player Card ist ein Prefab, das zeige ich euch hier nochmal. Und zwar haben wir in der Lobby-Szene im Panel Players sollen dann eben für jeden Player so ein Kärtchen gespawnt werden. Und ja, dafür habe ich eben hier so ein Prefab erstellt und hier ist eben dann auch eine Textbox drin, wo dann der Name und der Ready-Status drin ist. Und ja, hier das deaktiviere ich mal wieder, wobei das kann ich sogar löschen. Und dann zurück im Code. Also das ist wie gesagt das Prefab und den Player Name Text holen wir uns gleich bei der Initialisierung. Ja gut, hier haben wir, das hatte ich nur zum Testen drin und dann haben wir als nächstes zwei synchronisierte Variablen, isReady und PlayerName, wobei
Das ist eine Eigenschaft und die hat ein Feld, das synchronisiert ist, das dahinter steht. Dafür ist dieses Field da. Und wir machen mal damit das einheitlich ist, machen wir zwei Properties draus, also zwei Eigenschaften. Ja. So. So sieht das Ganze schon besser aus. Ja, also nochmal, wir haben eine isReady und PlayerName-Eigenschaft, beide publicGet, privateSet. Und die haben beide einen onChangeCallback, der eine Funktion aufruft oder ausführt, wenn sich diese Variable ändert. Also die Variable dahinter, das Feld dahinter, hinter der Eigenschaft. Hier müssen wir natürlich noch bool in String ändern, weil das ein String ist. Ja, genau. Und dann haben wir ja hier, wie gesagt, diesen onChangeCallback und bei beiden macht er nichts anderes, als eben dieses UI-Element, also diese Textbox, PlayerNameText, zu aktualisieren, wenn sich da ein Wert geändert haben sollte. Und das machen wir eben, weil wir das ganze UI-Element natürlich nicht synchronisiert haben wollen, sondern nur den String oder den Bool und nicht das UI-Element über das Netzwerk synchronisieren wollen. Genau. Und deswegen haben wir hier das in den OnChangePlayerReady-Callback gepackt. Und deswegen wird das UI-Element eben lokal dann aktualisiert. Genau. Dafür diese zwei Callbacks. Hier natürlich dann PlayerName groß. Die Eigenschaft. Ja. Und dann haben wir hier OnStartClient, den OnStartClient-Callback, auch im vorherigen SyncVAR-Tutorial schon gesehen. Das heißt, immer wenn dieses Objekt, also das Player-Objekt für den Client das erste Mal sichtbar ist, dann wird diese Funktion aufgerufen. Als erstes rufen wir hier die Methode der Basisklasse auf, also vom Network Behavior, von dem wir ableiten, und holen uns dann den Players Card Panel oder das Players Card Panel. Das ist das Objekt, in dem dann die Kärtchen gespawnt werden, also das Parent davon. Hier kommen dann ja diese Kärtchen. Und nachdem wir dann das Parent für die Kärtchen geholt haben, spawnen wir das Kärtchen, also PlayerCard gleich instantiate lobby PlayerCard, das Prefab, und dann hier den Parent angeben, damit das an diesem Parent gespawnt wird. Dann haben wir hier PlayerNameText, das ist wie gesagt diese Textbox. Die holen wir uns aus dem Kärtchen, also PlayerCard, GenComponent and Children, Text. Und dann als allerletztes, wenn es nicht der Besitzer ist, dann brechen wir hier ab. Und ansonsten, wenn es der Besitzer des Objektes ist, also der Client, wenn es das Player-Objekt des Clients ist, dann setze die Instanz auf dieses Objekt, damit der Client auch schnell darauf zugreifen kann. Und als letztes setzen wir dann den Namen des Players, also Player, und dann die Owner-ID, ein 0123456. So als erstes, später soll dann natürlich der Spieler seinen eigenen Namen vergeben können. Aber für den Anfang reicht erstmal die Owner-ID. Hier haben wir dann OnStartServer. Das ist im Endeffekt das gleiche wie OnStartClient, nur wie der Name schon sagt, dass es auf dem Server passiert. Das heißt, wenn dieses Objekt das erste Mal für den Server sichtbar ist, dann soll Folgendes passieren. Und zwar rufen wir dann zuerst hier die Methode der Basisklasse auf, wie oben auch bei OnStartClient. Und das Einzige, was hier dann der Server macht, ist dann eben sich den Player holen und in der Liste speichern, in dieser Players-Liste, die ja auch synchronisiert ist. Und das Letzte in dieser Klasse sind dann die zwei Server-RPCs, die Server-Remote-Procedure-Calls. Denn wir erinnern uns, wenn wir hier SyncVARs haben, synchronisierte Variablen, dann müssen die, wenn die sich ändern, auf dem Server geändert werden. Und nicht auf dem Client, das ist ganz wichtig, und deswegen haben wir dann hier eben diese Server-RPCs, damit eben die Variable auf dem Server geändert wird und das alles vernünftig synchronisiert wird. Hier habe ich den Parameter Name hier nicht, weil hier einfach praktisch das Gegenteil von isReady dann gesetzt wird. Wenn es true ist, ist es false, wenn es false ist, ist es true, da brauchen wir dann keinen Parameter. Ja, und das war es dann eigentlich soweit, tatsächlich auch mit der Player-Klasse. Hier könnt ihr die nochmal komplett sehen. Ich mache das hier mal ein bisschen langsamer. Hier haben wir dann den Game Manager nochmal. Und hier dann nochmal die Scene Config. Awake. On Destroy.
Initialize once. Dann haben wir hier Scene Manager onload end. On server connection state und on client connection state. Dann haben wir hier noch load game scene, load offline scene, unload, get scene name und die drei Buttons. So viel zur scene config nochmal. Und wenn wir das dann speichern, ich erstelle hier schnell ein Bild, dann wird das hier schon mal gestartet. Ich starte das im Editor auch nochmal. Falsche Szene ausgewählt, wir starten in der Offline-Szene. So, und jetzt hoste ich hier einfach mal das Spiel. Hier kann ich connecten, alles funktioniert wieder einwandfrei. Wir sehen hier, relativ klein, aber ihr könnt es hoffentlich sehen, dass der Ready-Status sich ändert und hier dann auch. Ich drücke mal hier auf True und dann ist er hier auch auf True. Ja. Also soweit dazu. Und wenn beide auf Ready sind und das Spiel startet, dann wird hier auch die Szene geladen, die letzte. Die Ingame-Szene. Ja, so viel dann zur Lobby. Ich zeige euch hier nochmal, was in der Szene an sich abgeht. Ihr seht hier, wir haben hier Game-Scene, die nachgeladen wird. Wir haben hier die Lobby-Scene. Wir haben hier Canvas, das Panel mit diesen zwei Kärtchen. Dann haben wir an sich natürlich auch die Player. Jetzt ist nur noch einer drin, der vom Host. Und wenn wir hier sehen, Lobby Player Card hat er sich genommen. Das ist das Prefab. Und hier der Text, den hat er sich hierher geholt von der Lobby Player Card, die er gespawnt hat. Hat er sich dann den Text geholt. Ja, dann der Name, der wurde gesetzt, ist ready, ist synchronisiert. Alles funktioniert einwandfrei. Ja, so viel zu diesem Tutorial. So viel soll es gewesen sein. Diesmal ein bisschen umfangreicher. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ich hoffe, euch hat auch die Art nicht abgeschreckt, also dass wir diesmal nicht alles selber nochmal neu irgendwie geschrieben haben, sondern ich einfach nur den Code durchgegangen bin. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr besser findet oder ob das so auch in Ordnung ist. Ich war ein bisschen abgeschreckt von der Größe dieses Tutorials, deswegen habe ich das einfach schon mal fertig gemacht und dann einfach nur den Code erklärt. Ja, aber wenn ihr das anders haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja,